Herzlich willkommen. Heute führe ich euch in die faszinierende Welt der Raumfahrt. In diesem Video werden wir gemeinsam die Geschichte der Raumfahrt von ihren bescheidenen Anfängen bis zur Gegenwart erkunden. Los geht's! Die Geschichte der Raumfahrt beginnt im Kalten Krieg, als die USA und die UdSSR in einem Wettlauf im All verwickelt waren. Am 4. Oktober 1957 startete die UdSSR mit Sputnik 1 den ersten künstlichen Satelliten ins Weltall. Dieser historische Moment markierte den Beginn des Weltraumzeitalters. Nach dem erfolgreichen Start von Sputnik 1 folgten weitere Meilensteine. Juri Gagarin wurde 1961 der erste Mensch im Weltraum, gefolgt von Neil Armstrong, der 1969 als erster Mensch den Mond betrat. Die Raumfahrt entwickelte sich weiter und mit der Gründung der NASA im Jahr 1958 begannen die USA, eine Vielzahl von Missionen durchzuführen. Von den Apollo-Missionen bis hin zum Space Shuttle-Programm gab es zahlreiche bahnbrechende Errungenschaften. In den letzten Jahrzehnten haben auch andere Länder ihre eigenen Raumfahrtprogramme gestartet. Russland, China, Indien und Europa sind nur einige Beispiele. Die Raumfahrt hat sich zu einer internationalen Anstrengung entwickelt. Heutzutage spielen private Raumfahrtunternehmen wie SpaceX eine immer größere Rolle. Sie arbeiten an revolutionären Technologien, um die Kosten zu senken und den Zugang zum Weltraum zu erleichtern. Die Raumfahrt hat nicht nur die wissenschaftliche Forschung vorangebracht, sondern auch unseren Blick auf die Welt verändert. Die Bilder der Erde aus dem All haben uns gezeigt, wie fragil und kostbar unser Planet ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Geschichte der Raumfahrt eine Geschichte der Entdeckung, Innovation und der Zusammenarbeit ist. Wir haben in kürzester Zeit enorme Fortschritte gemacht und stehen heute vor neuen Herausforderungen wie der bemannten Mars-Mission. Das war ein kurzer Einblick in die faszinierende Geschichte der Raumfahrt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, um künftige Videos nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.